Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu der First Ascendant, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema zu Season 2, weil da gibt es eine neue Information, die sehr interessant ist. Wir wissen ja schon einiges zu Season 2. Wir wissen, Anfang Dezember wird es soweit sein, dass wir Season 2 bekommen. Wir wissen schon ungefähr, welcher Content kommt mit den Mega Dungeons, mit einem neuen Descendant, neue Ultimate Descendant, natürlich wieder rote Module und Waffen, neue Season Questline und Mega Dungeons, wo man da wahrscheinlich nicht nur mit 4 Leuten rein kann, sondern auch mit 8 Leuten rein kann. Das alles wird natürlich sehr spannend sein. Wir wissen auch schon, dass die Invasionsverstärkung hier drin bleibt im Game, nur umgeändert wird. In welcher Art und Weise, das wissen wir natürlich noch nicht, aber hier soll wohl was abgeändert werden und das ganze System soll so enthalten bleiben. Bin gespannt, ob die Invasionen da nochmal abgeändert werden oder ob die auch genauso bleiben, dass man die nur 4-mal am Tag machen kann. Aber da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Was wir auch wissen ist, dass es wieder gesplittet sein wird. In Season 1 war es ja eigentlich so, dass wir 3 Updates haben sollten und dann wurden Update 2 und 3 zusammengefasst und schon früher released. Nur mal zur Erinnerung, ich nehme das Video hier gerade am 22. Oktober auf und normalerweise hätten wir Ultimate Frame noch gar nicht. Die würden normalerweise erst am 30. Oktober kommen. Aber ich denke, Nexon wird aus den, ich sag mal, Fehlern gelernt haben aus Season 1 und da in Season 2 auf jeden Fall einen besseren Upload-Plan von den Updates reinbringen, dass man eben nicht so lange warten muss und auch, dass das alles ein bisschen spannender, kompakter und ja, einfach mehr Content sein wird für Season 2. Ich meine, alleine mit den Mega-Dungeons und dem, was ich euch gleich erzählen werde, kommt eigentlich eine Menge Content rein, wo man viel Zeit strecken kann. Ja, kommen wir mal zum Thema des Videos. Ihr werdet es am Titel wahrscheinlich schon gesehen haben, deswegen will ich nicht weiter drum rumreden. Companions. Einige Spieler, unter anderem auch Ronen, der mir das hier zugeschickt hat, hat in den Grundmaterialien ein neues Item entdeckt, einen Quantum-Inkubator. Da können einfach mal alle, die gerade das Video sehen, hier in die Grundmaterialien gehen und mal schauen, ob ihr den Quanten-Inkubator hier seht. Ich sehe ihn nicht, kann mir vorstellen, dass es eher so ein PC-Ding ist. Aber dieser Quanten-Inkubator ist sehr, sehr spannend, weil der gibt uns schon ein bisschen die Aussicht auf Season 2. Ein von den Architekten vor langer Zeit zurückgelassenes Objekt, darin wurde offensichtlich etwas gezüchtet. Und in der Recherche zu diesem Video habe ich natürlich wieder zu Warframe geguckt, weil bei Warframe wissen wir, da wurde einiges übernommen in The First Ascendant und ich denke, dass auch in The First Ascendant mit Season 2 die Companions sehr ähnlich sein werden zu dem, was wir in Warframe haben. Und in Warframe ist es so, dass die Companions, da gibt es verschiedene Abilities haben. Das ist also nicht immer nur ein Companion, der einfach einen anderen Skin hat, sondern wirklich verschiedene, die verschiedene Fähigkeiten haben und verschiedenartig handeln. Und jetzt hört ihr schon raus, es sind eben nicht nur Pets, die euer Zeug einsammeln auf der Map. Das heißt, ihr lauft nicht nur rum und sammeln euer Kulpa und euer Gold ein, sondern nehmt auch wirklich teil am Kampf. Und was ich noch viel spannender finde, auch wenn der Quanteninkubator etwas anderes sagt, der sagt ja, dass man die nur züchten kann, aber im Warframe ist es so, dass ihr die Companions in der Welt finden könnt und fangen könnt, beziehungsweise sogar müsst. Ich kann hier einfach mal Footage einblenden, dort könnt ihr sehen, wie ein Pet Fußspuren hinterlassen hat und ihr müsst dieses Pet erstmal finden, dieses Companion, und dann einfangen. In dem Fall, in dem Footage, was ich euch hier zeige, muss man sogar das Pet erstmal besiegen und zwar nicht einfach draufballern, sondern von anderen Gegnern besiegen lassen. Ähnlich wie mit Sharon muss man sich unsichtbar machen und die Gegner greifen dann dieses Companion an. Und wenn das Companion besiegt ist, kann man es einfangen. Auf jeden Fall eine sehr coole Mechanik, die ich mir auch in The First Ascendant sehr gut vorstellen kann. Wenn wir uns also vorstellen, dass man hier vielleicht in der Wüste hier ein paar Fußspuren hat, die führen hier ganz weit oben hin und man muss diesen Fußspuren auch wirklich folgen und kann nicht einfach sofort hier oben hin. Und wir wissen auch, dass hier solche Gegner manchmal rumlaufen, dass man die da ein bisschen hinten hinlocken muss, wie genau, keine Ahnung, und sich dann unsichtbar machen muss mit Sharon. Würde natürlich für eine Ultimate Sharon auf jeden Fall sprechen, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und dann kann man dieses Companion einfangen. Das wird auf jeden Fall ein mega, mega, mega großes und auch für die Zukunft großes Thema werden, Companions. Und eben nicht nur ein Pet, wie es zum Beispiel in Diablo ist, mit verschiedenen Skins. Und das rennt nur rum und sammelt eure Materialien und euren Loot auf. Sondern wirklich ein Companion, der mit euch angreift, verschiedene Fähigkeiten, verschiedene Abilities und auch verschiedene Passives hat. Bin auch gespannt, inwieweit man den dann leveln kann. Das weiß ich nicht. Da können ja ein paar Warframe
Experten mal unten in den Kommentaren uns ein wenig mehr darüber aufklären, wie man dieses Companion dann ausstatten kann mit Items eventuell oder ob man das einfach nur levelt oder ob das immer eine Grundattacke oder eine Base Damage hat oder überhaupt Base Stats hat und die bleiben immer gleich. Da bin ich sehr gespannt, wie das dann in The First Ascent mit reinkommt und ob das überhaupt so reinkommt. Aber das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Würdet ihr euch eher ein Pet wünschen, das einfach nur rumläuft und einsammelt oder eher ein Pet, das mit euch am Kampf teilnimmt? Vor allen Dingen im Hinblick auf die Mega-Dungeons, wo man eventuell mit mehreren Leuten dran teilnimmt, wenn jeder dann sein Pet mit dabei hat oder ob man dann das Pet zu Hause lassen muss. Auf jeden Fall noch sehr viele Fragezeichen, aber da bin ich sehr gespannt, was da wirklich mit reinkommt. Und was ich eben meinte, es ist ja bislang so gewesen, dass der Content, der reinkommt, immer ein bisschen was erzählt hat darüber, was wir für Nachfahren bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch das Pet uns ein wenig darüber erzählt, was wir eventuell für einen Nachfahren bekommen werden. Egal ob jetzt normal oder Ultimate. Da könnt ihr ja mal eure wildesten Theorien unten in die Kommentare schreiben. Bin ich sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Ich könnte mir was zu Ultimate 7 vorstellen. Da hat ja schon der ein oder andere, auch schon der letzte Season, sich gewünscht, dass Ultimate 7 reinkommt. Also Ultimate 7 könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen, wegen diesem Unsichtbarkeit-Feature, was ich im Warframe auch gesehen habe, wäre auf jeden Fall eine coole Variante. Ich gehe stark davon aus, dass wir nach dem 30., wo ja das nächste Update kommt, wo wir die Änderung zu den Sondereinsätzen und zu den Reaktoren bekommen werden. Wenn ihr das Video verpasst habt, einfach nochmal das Video nachholen. Zu den Reaktoren und zu den Sondereinsätzen gibt es krasse Änderungen. Und ich denke, die Woche drauf oder die Woche danach, auf jeden Fall Anfang November, werden wir erste Informationen zu Season 2 bekommen mit Sneak Peeks und einzelnen Informationen. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Und alle mal auf den Like-Button drücken. Da würde ich mich auch sehr freuen. Ist komplett kostenlos und mega nice Support. Und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.